Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Rome 2 Total War, und zwar zu einem neuen Multiplayer-Gefecht gegen den YouTuber Skullbore. Er nimmt auch seine Sicht der Schlacht natürlich auf, und ich habe mich jetzt entschlossen, zum ersten Mal in meinem Leben die Parther zu spielen. Ich habe sie ein einziges Mal gespielt, bei der Schlacht von den Thermopylen. Die wurde allerdings auf dem Kanal von Review Gamix hochgeladen, und das war auch eine, sag ich mal, Fun-Schlacht oder keine richtige Schlacht. Das hier ist jetzt eine richtige Schlacht. Ich spiele also Parthien gegen Makedonien. Hab natürlich jetzt keine Ahnung, was lohnt sich bei Parthien. Ich habe mit dabei königliche Kataphrakte als General, dann dreimal östliche Kataphrakte, dreimal gepanzerte berittene Bogenschützen, zweimal indische Kriegselefanten, Söldnerhopliten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück und noch zweimal persische Elite-Bogenschützen. Jetzt überlege ich aber, ob ich die Bogenschützen vielleicht nicht weglasse und dafür die Kriegselefanten ein bisschen aufwerten würde. Ob sich das nicht mehr lohnen würde. Hier die auf Silber zu bringen zum Beispiel. Könnte eigentlich eine gute Sache sein. Eieiei. Ganz schön teuer, die Einheiten hier so. So, ja, und dann bringen wir hier noch einen Bogenschützen auf Level 1 Bronze. Dann wollen wir auch noch im Chat ihm natürlich Good Luck and Have Fun wünschen. Und ja, können loslegen. Map ist Migdol, gelegen an der Westküste Afrikas, Nordafrikas. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier läuft, ne? Also wie gesagt, das ist das erste Mal mit Parthien. Ich kommentiere natürlich wie immer live. Und ja, wenn ihr die Schlacht aus seiner Sicht anschauen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall einen Blick in die Videobeschreibung unten werfen. Dort befindet sich dann der Link zu seinem Kanal. Ja, gut. Dann würde ich sagen, sind wir bereit für die Schlacht? Ich habe ja keine Ahnung, wie wir das jetzt angehen wollen. Ich schätze mal, wir werden versuchen, mit den Elefanten die feindliche Kavallerie zu zerstören, denn ich glaube, die sind ganz gut gegen Kavallerie. Und gleichzeitig mit den Bogenschützen, den Berittenen, dem Feind schon mal ordentlich was wegzuschießen. Ja, und dann müssen wir schauen, dass unsere Nahkämpfer irgendwie unterstützt werden, denn unsere Hopliten haben mit Sicherheit nicht den Hauch einer Chance gegen die makedonischen Pikeniere. Deshalb müssen wir also wirklich mit unserer Kavallerie punkten. So, ich habe leider gerade keine Debug-Cam drin, aber dafür sind wir dann näher am Schlachtgeschehen. Ich hau jetzt hier einfach mal die Söldnerhopliten nach vorne. Dann kommen die Kriegselefanten hier in den Wald. So, wobei die sieht der Feind immer, kann das sein. Ja, die Elefanten sind sprichwörtlich die Elefanten im Porzellanladen. Ja, die sieht man auch, wenn sie im Wald rumtrampeln. Keine Chance, die zu verstecken. Mit die berittenen Bogenschützen allerdings kann man verstecken. Deshalb kommen die mal an die linke Flanke und die Elefanten kommen an die rechte. Wobei, die Elefanten stellen wir mal erstmal in die Mitte. Dann können wir die flexibel einsetzen. Die östlichen Kataphrakte wollen wir natürlich auch noch irgendwo hinpflanzen. Die kommen dann hinter die Elefanten. Beziehungsweise die können ja jetzt hier an die rechte Flanke. Wunderbar. Das heißt, wir locken den Feind mit den Bogenschützen an. Hier. Brennende Geschosse natürlich aktivieren. Und auch bei den Elefanten natürlich. Und können dann mit den Elefanten quasi den Kavalleriekampf auf der linken Flanke gewinnen, während rechts unsere Kataphrakte die Sache zumindest sichern. Ja, wunderbar. Sieht gut aus. Hopliten können wir dann schon mal in die Hopliten-Phalanx bringen. Auch wenn sie da wirklich nicht so toll drin stehen. Aber gut, machen wir das einfach mal. Und dann würde ich sagen, Gefecht starten. Und viel Erfolg dir, Skullbore. Der ja im Übrigen auch ein Zuschauer ist, der über den Auftritt auf der GameStar-Bühne zu mir gestoßen ist. Schöne Sache, dass da wirklich ein paar Leute hinzugekommen sind dadurch. So, jetzt wollen wir nochmal die Hopliten losschicken. Und wir sehen, er hat sich interessant aufgestellt, hat hier an der Flanke sehr viel Kavallerie. Die Aspis-Hetairen-Reiterei, und das ist, glaube ich, sehr starke Kavallerie, diese Hetairen-Reiterei. Gleichzeitig hat er hier kretische Söldnerbogenschützen und PC-Tairoi, also wirklich Elite-Einheiten. Ziemlich gut, weil wir ja Bogenschützen haben. Das spielt uns wirklich in die Hände. Jetzt schicken wir einfach mal unsere Kavallerie nach links. So, unsere Kavallerie hier müsste sich von alleine langsam bewegen. Genau, das ist sehr schön umgesetzt. Die Einheiten bewegen sich jetzt hier, auch wenn ich die Formation ziehe, nur langsam im Wald, sodass sie versteckt bleiben. Wirklich schön gemacht. Und da vorne sehen wir jetzt auch schon seine ganze Armee.
Und die besteht dann wirklich aus Schildträgern und PC-Tyroi, wie es aussieht. Also er hat absolute Elite-Infanterie dabei. Da müssen wir wirklich schauen, dass wir mit unseren anderen Einheiten da eben punkten können. Unsere Elefanten bewegen sich schon mal in den Wald. Und wie gesagt, unsere Kataphrakte wollen wir dann bald in den Kampf schicken. Jetzt können die Bogenschützen vor. Hopp, hopp. Auf geht's, liebe Bogenschützen. So, und hier wollen wir nicht zu schnell vorrücken. Also mal ein bisschen langsamer. Nicht so schnell voranschreiten. So, und jetzt geht's dann auch los. Hier der Feind hat sich ja jetzt, also Skolbor, hier in den Wäldern verschanzt mit seiner Kavallerie. Und wir schicken natürlich die östlichen Kataphrakte dann auch nachgleich. Zusätzlich zu unserer Bogenkavallerie, die ja bereits hier ist. So. Und jetzt sehen wir es, wir können hier bereits die Aspis-Heiterei beschießen. Vielleicht können schon die ersten Brandsalven losgelassen werden. Ich weiß es nicht. Jawohl. Da fliegen die ersten Brandpfeile und töten exakt keinen. Naja, naja, naja. Also die Ausbeute könnte größer sein. Die könnte wahrlich größer sein. Die Elefanten müssen auch mal wieder ein bisschen aufschließen. Die sind ja total abgehängt. So, jetzt kommt er auf uns zu. Jetzt sucht er wirklich den Kampf. Wir suchen ihn aber nicht. Wir wollen erst noch unsere Elefanten hinzubringen. Ja, jetzt haben wir ein paar Mikroprobleme, aber wir haben es noch geschafft. Wir haben es geschafft. Er hat weniger Leute auf jeden Fall. Wir können ihm hier mit den Bogenschützen... Wunderbar, wunderbar. Die Bogenschützen können beim Wegreiten schießen. Das ist richtig cool gemacht. Das ist, ja, also das ist wirklich cool. Das ist ja wie, wie heißen sie? Ihr wisst schon, die Vorfahren der Türken. Ihr wisst, was ich meine. Die haben ja auch sich einfach falsch rum auf ihr Pferd gesetzt und haben dann... den Feinden haben sich zurückgezogen und die Feinde dann einfach beschossen. Das ist echt eine coole Sache. So, und jetzt müssen unsere Kavalleristen eingreifen. Denn der Feind scheint seine Kavallerie gegen unsere Infanterie verwenden zu wollen. Das heißt, die Elefanten gehen jetzt hier auch in den Charge. Wir aktivieren nochmal den Massenansturm. Und dann rennen wir hier in seine Kavallerie rein. Wunderbar. Und erwischen die dann auch dementsprechend natürlich. So, die östlichen Kataphrakte können auch mal ihren Ansturm aktivieren. Und losrennen. Während wir unsere Bogenkavallerie jetzt schon an die Flanke führen wollen. Unsere Elefanten kämpfen sich jetzt hier durch unsere indischen Kriegselefanten. Sind wir ja wirklich starke Elefanten, muss man sagen. Und ja genau, jetzt kommt auch noch der Rest unserer Kavallerie hinzu. Mit dem Ansturm ausgewählt, dürfte das schwer werden für ihn hier standzuhalten. Er hat ja wirklich hier Tyrenreiterei, die ist nicht für den langen Kampf gemacht. Der wird das nicht gefallen. So, jetzt können wir hier schauen, wie wir es angehen. Wir müssen auf jeden Fall ihm schaden. Das heißt, wir werden jetzt hier erstmal in die PC-Tyroi reinschießen. Mit genauem Schießen. Ja, wobei, er hält sich hier wirklich tapfer, tapfer mit seinen makedonischen Einheiten. Und wir müssen jetzt diese PC-Tyroi schleunigst eliminieren von der Seite. Aber die verlieren kaum Männer. Die verlieren wirklich kaum Männer. Das heißt, wir gehen jetzt auf die Bogenschützen. So, hier ist der Kavalleriekampf gewonnen, wie es aussieht. Perfekt. Das heißt, unsere Kataphrakte gehen auf die Söldnerbogenschützen. Während wir hier auf die Schildträger gehen. Und unsere Elefanten bewegen sich auf die PC-Tyroi zu. Gegen die wir jetzt standhalten müssen hier. Das heißt, wir aktivieren Sammeln und heben unser Banner. Unser General kommt über die andere Flanke. So, jetzt unsere Kavallerie vertreibt die Bogenschützen. Während unsere Elefanten jetzt hier dem Feind, wie ihr sehen könnt, in den Rücken fallen. Das dürfte ihn doch demoralisieren, hoffe ich. Wie gesagt, ich hoffe es. Ich weiß es nicht. So, die Bogenschützen sind auf jeden Fall schon mal vertrieben bei ihm. Jetzt holen wir unseren General hinzu. Noch halten unsere Einheiten aus. Doch, wie lange? Das ist die Frage. Jetzt können wir hier den PC-Tyroi noch in den Rücken fallen. Und unsere Kavallerie muss auch in den Kampf eingreifen langsam. So, wunderbar. Sieht sehr gut aus. Sieht sehr gut aus. Unsere Bogenschützen in der Zeit mit genauem Schießen hier gegen die Schildträger nochmal. So, und da bricht wirklich die Panik bei ihm aus. Also wir können hier unsere Überlegenheit, unsere Kavallerie-Überlegenheit wunderbar ausspielen. Läuft gut, läuft gut. Jawohl. Ich glaube, die Schlacht ist gewonnen. Wir schreiben ihm mal ein nettes GG. Na, und ja, dann würde ich sagen, das war so ein bisschen Musterbeispiel, wie es mit den Werten
Parthern anzustellen wäre. Er hatte wirklich eine Elite-Armee dabei, da hatte ich die Hardcounter, also da konnte er nicht viel machen. Seine Kavallerie hat er trotzdem ein bisschen verheizt, würde ich sagen, einfach weil meine Elefanten da reingeraten konnten, ohne dass er einen Ansturm bekommen hat. So, die Elefanten hier sind durchgedreht, die töten wir mal eben. Mal sehen, ob man das auch animiert hier sehen kann. Jawohl, die bringen wir gerade um, die Elefanten hier. Ja, bevor die unseren Menschen hier Ärger machen, haben wir sie lieber mal getötet. Das ist die Strafe für euch, wenn ihr durchdreht. Und unsere Phalanx steht sogar noch fast in voller Stärke. Unglaublich. Hallo? Oh, Pilo, ich wusste gar nicht, dass du aufnimmst. Ich wundere mich, weil du hier in meinem Channel bist. Es war der Einzige, der gerade noch passwortgeschützt war. Tut mir leid. Ich bin gerade in der Aufnahme, aber ich bin fertig. Hallo, Scipion. Achso, ja, hallo. Nimmst du immer noch auf, oder? Ich nehme immer noch auf. Hab gerade mit Patern... hallo an die Zuschauer von Pilo. Entschuldige, dass ich so einfach reinplatze. Genau. Eigentlich wundere ich mich hier, was du dazu treibst, aber egal. Und wie geht's? Ja, alles gut, alles gut. Ich habe jetzt gerade gewonnen gegen den lieben Skolbor. Genau. Freut mich natürlich, hier mit Partien gegen Makedonien. Und dann würde ich sagen, an der Stelle verabschiede ich mich auch nochmal. GG an dich, Skolbor. Link zu der Schlacht gibt's unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer General Pilofas.